Aber das ist genau das, was vor 30.000 Jahren hier geschah. Ein kolossaler Vulkanausbruch, das Bild scheint bekannt zu sein. Das ist die Bucht von Neapel. Alles, was vom Vulkan übrig geblieben ist. Die geologischen Beweise zeigen deutlich, dass das Klima sich infolgedessen geändert hat. Indem wir diese Daten mit Hilfe des Satelliten sammeln, können wir damit beginnen, uns in der Zeit zurückzuversetzen, und so können wir viel besser verstehen, wie und warum Klima und Wetter sich in der Vergangenheit geändert haben. Ohne das zu wissen, wird es schwierig sein, sehr weit in die Zukunft zu blicken. So ist in gewisser Weise das Wetter von morgen eine Konsequenz einer Geschichte von 3,5 Billionen Jahren und in mancher Hinsicht weit weniger wichtig als das Wetter im Jahr 2992. Aber dann verstehen wir das vielleicht wieder ganz anders. Ihr Blick auf die Erde aus 300 Kilometern Höhe. Bilder aufgenommen während der deutschen Raumfahrtmission D1 im Jahre 1985. 8 Jahre danach, 1993, die zweite deutsche Spacelab-Mission D2. Das Ziel: Forschung im All. Neue Erkenntnisse über Schwerelosigkeit und Schwerkraft für die Raumfahrt